Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Hartmann und in diesem Video möchte ich Ihnen einen kleinen Einblick geben in eines meiner Seminare, das zufällig genauso heißt wie mein Forschungsgebiet, nämlich Sprachwissenschaft. Konkret möchte ich aus der sehr vielfältigen Themenpalette der Sprachwissenschaft ein Thema herausgreifen, das zu meinen Hauptforschungsgebieten gehört, nämlich die historische Sprachwissenschaft, die sich mit der Frage beschäftigt, wie sich Sprache im Laufe der Zeit wandelt. Und aus diesem ebenfalls sehr komplexen Themengebiet greife ich wiederum ein Themengebiet heraus, nämlich den Bedeutungswandel. Denn das ist ein Themengebiet, das diesen Prozess des Sprachwandels ganz besonders schön anschaulich und greifbar macht. Ich fange mit einem ganz einfachen Beispiel an, das wir auch schon im Titel sehen, nämlich mit dem Wort geil, das uns allen geläufig ist. Wir alle können uns etwas darunter vorstellen, aber interessant ist es nun zu schauen, wie dieses Wort im Laufe der Jahrhunderte gebraucht worden ist und wie es seine Bedeutung im Laufe der Zeit geändert hat. Wenn wir uns beispielsweise diesen Text aus dem Mittelhochdeutschen, also der Zeitspanne von ungefähr 1050 bis 1350, anschauen, dann sehen wir hier diesen schönen Satz: Doch war er froh und geil, also doch war er froh und geil, und sehen dann einige Jahrhunderte später im Frühneuhochdeutschen, dass man so in die Zeit von 1350 bis 1650 ansetzt. Diesen Satz: Ist sie von Natur geil und unkeusch, so hilft kein Eifern. Und diese beiden Sätze, die stehen so ein bisschen repräsentativ für den Gebrauch dieses Wortes in unterschiedlichen Jahrhunderten. Denn im 13. Jahrhundert sehen wir, dass es zusammen mit froh vorkommt. Und da merken wir schon, froh und geil, wie passt das zusammen? Nun, es passt so zusammen, dass zu dieser Zeit, und das würde noch deutlicher werden, wenn wir uns noch mehr Beispiele aus dieser Zeit anschauen würden, dass zu dieser Zeit geil im Sinne von fröhlich verwendet wird. Anders schon im 17. Jahrhundert, aus dem der zweite Beleg stammt, da sehen wir, dass geil dann schon die spätere oder die heute geläufigere Bedeutung angenommen hat, wo es diese Bedeutung sexuell erregt mit sich trägt, die dann natürlich auch eine negative Nebenbedeutung mit sich bringt, zumindest aus der eher prüden Weltsicht des 17. Jahrhunderts. Das heißt, dieses Beispiel zeigt, wie viele andere Beispiele auch, die wir uns jetzt noch näher anschauen könnten, dass Wörter im Laufe der Zeit ihre Bedeutung ändern. Und übrigens nicht nur Wörter, sondern andere sprachliche Einheiten auch. Aber an Wörtern lässt sich das eben besonders schön anschaulich darstellen. Jetzt stellt sich die Frage, wie kommt es dazu? Denn wenn wir über Sprache nachdenken, dann denken wir ja oft Sprache quasi wie zwei Seiten einer Münze. Das heißt, wir haben auf der einen Seite eine Formseite, also ein bestimmtes Wort, wie beispielsweise Baum, und auf der anderen Seite eine Bedeutung, für die dieses Wort steht. Und in unserer naiven Auffassung gehen wir vielleicht davon aus, dass diese beiden untrennbar zusammengehören, eben wie die zwei Seiten einer Münze. Das ist aber ein Fehlschluss, denn natürlich ist es nicht so, dass es irgendein Naturgesetz gibt, das besagt, dass das Konzept Baum nur durch das Wort Baum ausgedrückt werden kann im Deutschen und in anderen Sprachen dann eben durch ein anderes Wort und dass das unveränderlich sei, sondern vielmehr ist diese Verbindung von Form, also der Lautfolge Baum auf der einen Seite und der Bedeutung, also dem Konzept Baum, die Verbindung zwischen beidem ist ja letzten Endes nur eine Konvention, auf die sich eine Sprachgemeinschaft, was auch immer man darunter verstehen mag, geeinigt hat. Und insofern ist das natürlich auch wie jede andere Konvention etwas, was sich im Laufe der Zeit ändern kann. Und es ist sehr spannend, sich anzuschauen, wie und warum sich das ändert. Um Bedeutungswandel richtig verstehen zu können, müssen wir uns anschauen, wofür Sprache tatsächlich gebraucht wird, nämlich zur Kommunikation. Und zur Kommunikation gehört natürlich immer mehr als eine Person. Dafür brauchen wir immer mindestens eine Senderin, einen Sender, eine Empfängerin, einen Empfänger. Und in diesem Prozess des Sendens einer Nachricht und des Empfangens einer Nachricht, kann es natürlich auch zu allen möglichen Problemen und Interferenzen kommen. Und es kann eben auch zu Missverständnissen kommen. Wir könnten uns beispielsweise vorstellen, dass Person A
ein Wort wie Bank sagt und eigentlich eine Sitzbank meint, während die andere Person ein Geldinstitut versteht. Das ist natürlich ein Extrembeispiel, weil wir es bei Bank mit einem ambigen Wort, also einem Wort mit mehreren Bedeutungen zu tun haben. Aber auch wenn wir es mit anderen, eindeutigeren Begriffen zu tun haben, kann es durchaus sein, dass zumindest Bedeutungsnuancen vom Empfänger anders verstanden werden, als sie von der Senderin intendiert worden sind. Das heißt, wenn wir Sprache gebrauchen, dann ist es immer so ein wenig, wie wenn wir dieses Spiel Flüsterpost spielen, das Sie sicher alle kennen, wo eine Person der zweiten Person etwas zuflüstert, die flüstert es der dritten Person zu und so weiter. Und am Ende kommt etwas ganz anderes raus, als das, was ursprünglich gesagt worden ist. Ganz so extrem ist es im alltäglichen Sprachgebrauch natürlich nicht, einfach schon deshalb, weil Sprache ja nur deshalb funktioniert, weil wir ein relativ großes geteiltes Inventar an Form-Bedeutungspaaren haben, also an Wörtern, Zeichen, die wir benutzen können und uns relativ sicher sein können, dass die andere Person versteht, was wir meinen. Aber trotzdem kann es natürlich immer wieder zu kleinen Nuancen der Bedeutungsveränderung, Bedeutungsverschiebung kommen. Und aus vielen kleinen Bedeutungsverschiebungen kann dann eben auch eine größere Bedeutungsverschiebung letzten Endes entstehen. Das heißt natürlich nicht, dass sich Bedeutung nur deshalb ändert, weil wir ganz schlecht darin sind, zu kommunizieren. Das auch, und Linguistinnen und Linguisten ganz besonders. Aber letzten Endes liegt es auch daran, dass wenn wir ein sprachliches Zeichen hören, dass wir dann eben nicht nur an beispielsweise ein konkretes Objekt in der außersprachlichen Welt denken. Also wenn ich zum Beispiel das Wort Tasse verwende, dann ist Ihnen natürlich klar, dass ich damit so ein Objekt meine. Aber gleichzeitig aktiviert es auch eine ganze Reihe von Assoziationen, eine ganze Reihe von Wissen, das Sie über Tassen haben, also was man damit macht. Vielleicht auch, wie man das in dieses Objekt in Ihrer Region bezeichnet. Es gibt ja Regionen, wo man dieses Objekt hier nicht als Tasse, sondern als Becher bezeichnen würde und nur kleinere Trinkgefäße als Tassen bezeichnen würde. Das heißt, all das, was Sie darüber wissen, das wird dann eben auch aktiviert und insofern ist Bedeutung eben auch eine sehr, sehr komplexe Angelegenheit und deshalb liegt Bedeutungswandel nicht nur darin begründet, dass wir so schlecht darin sind zu kommunizieren, sondern auch darin, dass wir besonders gut darin sind, eben auch diese Komplexität von Kommunikation und von kommunikativen Einheiten uns zunutze zu machen. Um etwas genauer zu erkunden, wie und vor allem warum sich Bedeutungen ändern, lohnt es sich, auf einige kognitive Prozesse zu schauen, die eben genau mit diesen Assoziationen, die wir alltäglich machen, die wir immer zu allen möglichen Dingen machen, einen genaueren Blick zu werfen. Dafür möchte ich mit Ihnen auf zwei kognitive Prozesse schauen, die im Prozess des Bedeutungswandels eine besonders große Rolle spielen. Und zwar zum einen die Metapher, zum anderen die Metonymie. Fangen wir mit der Metapher an. Metaphern kennen Sie alle, wenn ich beispielsweise ein Herz zeige und damit so ein abstraktes Konzept wie Liebe meine, dann ist das beispielsweise eine Metapher. Oder wenn ich eine Metapher wie Raum für Zeit verwende, wenn ich also zum Beispiel sage, das Treffen wird nach vorne verschoben oder nach hinten verlegt, dann nehme ich quasi auf die abstrakte Größe Zeit Bezug, indem ich mich auf die konkrete Größe Raum beziehe und mache damit gewissermaßen dieses sehr abstrakte und eben nicht beobachtbare Konzept der Zeit greifbar, indem ich es mit einem konkreten räumlichen Konzept veranschauliche. Ein Beispiel für einen metaphorischen Sprachwandel können wir sehen, wenn wir uns die Etymologie des Wortes Kopf anschauen, also die Herkunft des Wortes Kopf. Im Deutschen ist ja relativ klar, was wir mit Kopf meinen, also das hier, aber wenn wir uns wiederum einige Beispiele aus dem Mittelhochdeutschen anschauen, also der Zeit von ungefähr 1050 bis 1350, dann finden wir dort solche Sätze wie silberne Näpfe, goldene Köpfe oder dass ihm der Kopf zerbrach oder dass ihr meinem Herrn so habt gelohnt, dass ihr ihm seinen Kopf stahlet. Das heißt, hier geht es darum, dass Köpfe golden sind, zerbrechen, gestohlen werden. Und das kann natürlich auch mit solchen Köpfen der Fall sein, aber wir merken schon, dass das stimmt irgendwie vom Kontext her nicht, das passt nicht ganz.
Und wenn wir dann einmal in einem mittelhochdeutschen Wörterbuch beispielsweise nachschauen, dann sehen wir sehr schnell, dass das Wort Kopf eben ursprünglich so viel bedeutet wie Schale, Becher oder ja eben auch wieder Tasse. Das heißt, es geht auf die gleiche Wurzel zurück wie beispielsweise das englische Cup. Jetzt stellt sich die Frage, wie kommen wir aber von dieser Bedeutung Kelch, Schale, Tasse zu der Bedeutung Kopf, die wir heute haben und die wir schon im Frühneuhochdeutschen finden, wo gleichzeitig noch, wie wir im ersten Beispiel sehen, die alte Bedeutung Schale, Becher existiert, also ein großer, doppelter, übergoldeter, vergoldeter Kopf auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite haben wir ja auch schon einer schlage dem anderen den Kopf ab. Das heißt, auch das konnte man damals mit Köpfen natürlich schon machen. Wie kommen wir jetzt also von der ersten Bedeutung zu der anatomischen Bedeutung? Hier kommt die konzeptuelle Metaphern-Theorie ins Spiel, die davon ausgeht, dass wir quasi, wenn wir Metaphern gebrauchen, von einer Quelldomäne auf eine Zieldomäne gewissermaßen mappen. Das heißt, die Idee ist, es gibt eine meistens konkrete Quelldomäne und mithilfe dieser Quelldomäne versuchen wir, das, was wir eigentlich zum Ausdruck bringen wollen, was häufig abstrakt ist, zu veranschaulichen. Dabei kommt nun das sogenannte Tertium Comparationis ins Spiel, also wörtlich übersetzt das Dritte des Vergleichs. Das ist das, was Quelldomäne und Zieldomäne miteinander verbindet. Das kann man sich vielleicht ganz gut veranschaulichen, wenn man so eine Metapher nimmt wie eine Krankheit bekämpfen, wo wir dann eben als das, was beispielsweise Krankheit und Krieg gemeinsam haben, die Tatsache hat, dass eben in beiden Fällen im weitesten Sinne ein Aggressor da ist und quasi Gegenmaßnahmen gegen diesen Aggressor ergriffen werden. Natürlich gibt es auch ganz, ganz, ganz viele Unterschiede, aber die Idee ist eben, dass es Gemeinsamkeiten gibt, die wir gewissermaßen herauspicken und über die wir dann die Verbindung zwischen Quelldomäne und Zieldomäne herstellen. Und so funktioniert das auch beim Kopf. Und je kreativer eine solche Verbindung ist, desto auffälliger ist sie natürlich auch und desto höher ist vielleicht auch die Wahrscheinlichkeit, dass man damit letzten Endes Aufmerksamkeit erregt und die Metapher, die man prägt, Erfolg hat. Und beim Kopf ist das natürlich etwas, was relativ nahe liegt, dass man ihn mit einem Gefäß in Verbindung bringt. Warum? Auf der einen Seite hat der Kopf natürlich so eine im weitesten Sinne gefäßförmige Form. Auf der anderen Seite haben wir ja auch viele andere Metaphern, wenn es um die Kognition geht, wo es darum geht, dass wir den Kopf irgendwie füllen, wenn Sie an sowas wie diesen weit verbreiteten Begriff des Bulimie-Lernens denken, wo es eben darum geht, dass man gewissermaßen Wissen in sich hineinfuttert, da wird dann eben auch die Kognition oder das Gedächtnis als eine Art Gefäß konzeptualisiert, übrigens auch wie beim sogenannten Nürnberger Trichter, der ja so ein bisschen der Vorläufer des Bulimie-Lernens ist, wo eben die Idee ist, dass man über einen Trichter Wissen in den Kopf hineinschüttet. Insofern hat diese Idee des Kopfs als Gefäß eine sehr, sehr lange Tradition und insofern macht es auch sehr viel Sinn, dass wir diese Verbindung herstellen zwischen Kelch, Gefäß, Tasse auf der einen Seite und Kopf auf der anderen Seite. Auch heute ist es ja noch so, dass wir sowohl im Deutschen als auch in anderen Sprachen und auch in deutschen Dialekten sehr, sehr viele unterschiedliche Begriffe haben, um umgangssprachlich auf den Kopf Bezug zu nehmen. Das kann die Birne sein, das kann in manchen Dialekten der Hirnkasten sein. Also da gibt es alle möglichen Bezeichnungen, die Sie umgangssprachlich finden werden. Insofern ist der Kopf eben auch etwas, was gerne mit bisweilen auch derben Ausdrücken bezeichnet wird. Und im Falle von Kopf war es eben so, dass eine dieser metaphorischen Bezeichnungen, eine dieser bildhaften Bezeichnungen sich als Standardbezeichnung für das Körperteil tatsächlich durchsetzen konnte.
Interessanterweise ist es nicht nur im Deutschen so, wenn wir einen Blick ins Französische werfen, dann sehen wir, dass auch da das Wort tät aus dem lateinischen testa sich ableitet, was ebenfalls so viel wie Tasse und Schale bedeutet. Und dieses tät ersetzt im Französischen mit der Zeit das ältere caput, was ebenfalls eine parallele Entwicklung zum Deutschen ist, denn im Deutschen ersetzt Kopf eben mit der Zeit das ältere Haupt, was wir heute noch in Bildungen wie beispielsweise Haupthaar haben oder Hauptstraße. Der zweite Prozess, auf den ich eingehen möchte, ist die Metonymie. Was ist Metonymie? Metonymie bedeutet, dass das Ganze für einen Teil steht oder das Teil oder ein Teil für ein Ganzes. Das sind so die wichtigsten Ausprägungsformen der Metonymie. Im ersten Fall spricht man von pars pro toto, Teil für Ganzes, im zweiten Fall von totum pro parte. Und klassische Beispiele hierfür sind so etwas wie Berlin ist noch skeptisch, wenn von der Bundesregierung beispielsweise die Rede ist, dann ist mit Berlin eben letzten Endes ganz Deutschland gemeint oder in dem Fall eben in dem Fall könnte man das auch als totum pro parte interpretieren, weil ja eigentlich nicht ganz Berlin, sondern nur ein paar Leute in Berlin gemeint sind. Das heißt, ein Ganzes steht dann für einen Teil. Ein klassisches Beispiel hierfür wäre sowas wie Deutschland gewinnt die WM, wo natürlich nicht alle 80 Millionen Deutschen auf dem Fußballplatz standen, sondern nur eine Handvoll Leute. Sprachhistorisch ist ein schönes Beispiel für eine Metonymie das Wort Bein. Warum das Wort Bein? Wenn wir uns hier wieder ältere Quellen anschauen, dann sehen wir, dass ursprünglich Bein sich eben nicht nur auf das Körperteil bezogen hat, als dass wir es heute kennen, sondern vielmehr auf das gesamte Gebein, also auf die Knochen. Das heißt, hier hat quasi auch eine Bedeutungsverschiebung stattgefunden und wenn wir uns das in mittelhochdeutschen Texten wieder anschauen, dann finden wir solche Belege wie sie zählten alle meine Gebeine, also alle meine Knochen. Wenn wir da den lateinischen Originaltext uns anschauen, der hier noch dabei ist, dann sehen wir, dass da im lateinischen Original eben auch Knochen steht. Im zweiten Beispiel haben wir einen religiösen Kontext. Durch unser Brot nahm er Beine, also Gebein und Fleisch. Wir sehen aber auch, dass schon sehr früh, im frühen Mittelhochdeutschen, woraus dieser Beleg hier stammt, wir Bein im Sinne von Bein, also im Sinne des konkreten Körperteils finden. Mit den Beinen tritt er den Walfisch. Das heißt, schon im 11. Jahrhundert existierte Bein in beiden Bedeutungen. Auf der einen Seite eben in der Bedeutung Bein, auf der anderen Seite in der Bedeutung Knochen. Metapher und Metonymie sind also wichtige Prozesse, die erklären können, warum Wörter im Laufe der Zeit ihre Bedeutung ändern. Aber Bedeutung ist sogar noch komplexer und ich möchte noch eine Dimension mit hinzunehmen, die ich bis jetzt ausgeblendet habe, nämlich die Tatsache, dass wir, wenn wir über Bedeutung sprechen, unterscheiden müssen zwischen Konnotation und Denotation. Wenn wir zum Beispiel die verschiedenen Begriffe nehmen, die es im Deutschen für Sterben gibt, dann finden wir dort beispielsweise sowas wie das zeitliche Segnen, krepieren, abnippeln, verscheiden, hops gehen, ins Gras beißen, entschlafen, den Arsch zukneifen, über die Wupper gehen und vieles weitere mehr. Und an diesen Beispielen wird schon deutlich, dass die sehr unterschiedlich sind. Und manche davon würde man vielleicht auf einer Beerdigung verwenden, andere vielleicht eher auf einer Beerdigung von Leuten, die man überhaupt nicht leiden kann. Denn einige dieser Begriffe sind ameliorativ, also bringen eine positive Konnotation mit sich. Andere sind pejorativ, also verschlechternd. Man spricht hier in diesem Fall auch von Euphemismen und Dysphemismen. Von Euphemismen spricht man, wenn man ein Ereignis quasi beschönigend darstellt, von Dysphemismen, wenn man etwas im Grunde Neutrales sehr negativ darstellt. Und diese Skala von Euphemismus auf der einen Seite zu Dysphemismus auf der anderen Seite, die ist eigentlich mit diesen Ausdrücken für Sterben ganz schön abgedeckt, denn auf der einen Seite haben wir eben sehr, sehr euphemistische Ausdrücke wie entschlafen, auf der anderen Seite haben wir auch sehr pejorative, sehr negativ konnotierte Ausdrücke wie eben beispielsweise krepieren. Im Laufe der Zeit kann es nun passieren, dass Wörter, die ursprünglich neutral waren, im Laufe der Zeit positiver oder negativer werden.
Ein klassisches Beispiel hierfür sind interessanterweise Frauenbezeichnungen. Wenn wir uns zum Beispiel das Wort Frowe, heute Frau, anschauen, dann ist es so, dass das im Mittelhochdeutschen tatsächlich noch eine sehr positive Konnotation hat und dass das auch nur oder fast ausschließlich für adlige Frauen gebraucht wird. Das heißt für Frauen in einer hohen sozialen Position, während die Standardbezeichnung für Frauen zu dieser Zeit noch Weib ist. Also das, was wir heute in Weib haben. Und nun wissen Sie, dass Weib heute nicht unbedingt etwas ist, was man eben, womit man Frauen bezeichnen würde. Das heißt, sowohl Weib als auch Frowe, sowohl Weib als auch Frau haben im Laufe der Zeit eine Bedeutungsverschlechterung, eine Priorisierung durchgemacht. Die Dame ist hinzugekommen, ergänzt also quasi die Lücke, die die Frowe da aufgemacht hat, wird aber auch schon quasi auf der gleichen Hierarchieebene gewissermaßen wie Frau verwendet, wenn wir zum Beispiel von der Damentoilette reden, wenn wir, meine sehr geehrten Damen und Herren, sagen. Das heißt, die Dame ist eigentlich jetzt nicht so viel höher in der Hierarchie, in der Konnotationshierarchie im Vergleich zur Frau. Das heißt, im Laufe der Zeit haben Frauenbezeichnungen immer wieder eine Priorisierung erfahren, also eine Bedeutungsverschlechterung. Bei Männerbezeichnungen war das interessanterweise teilweise umgekehrt. Zum Beispiel ist der Marschall vom Pferdeknecht zu einem hohen militärischen Rang aufgestiegen im Laufe der Zeit. Und darin kann man unter Umständen auch einen Spiegel des sozialen Kontexts sehen. Das heißt, in diesem Fall würde dann die Priorisierung von Frauenbezeichnungen und die Meliorisierung, also die Bedeutungsverbesserung von Männerbezeichnungen, ein Stück weit misogyne Tendenzen in der Gesellschaft insgesamt widerspiegeln. Das heißt, Bedeutungswandel verrät uns sehr viel auf der einen Seite über kognitive Prozesse wie Metapher und Metonymie, aber eben auch über soziokulturelle Gegebenheiten und nicht zuletzt auch über kulturelle Dynamik. Denn letzten Endes ist es ja so, dass Wörter ihre Bedeutung nicht von dem einen Moment auf den anderen verändern, sondern dass sich neue Bedeutungsvarianten nur durchsetzen können, indem sie in einer Population von Sprecherinnen und Sprechern geteilt werden. Das heißt, wenn wir uns mit Bedeutungswandel beschäftigen, dann ist die Frage immer auch, wie eigentlich neue Bedeutungsvarianten entstehen und wie die sich zwischen Sprecherinnen und Sprechern verbreiten können und wann neue Bedeutungsvarianten erfolgreich sind, wann sie weniger erfolgreich sind. Das alles sind Fragen, die noch nicht vollständig beantwortet sind. Aber das sind alles Fragen, die es sich lohnt anzugehen und näher zu untersuchen, beispielsweise in einem Studium der germanistischen Sprachwissenschaft oder der Germanistik.